gleich auch im zweiten Durchgang zu sehen. Und hier, wie gesagt, die besten drei. Felix Loch auf Rang 3 nach dem ersten Durchgang hatte ein bisschen Probleme am Start. Man vermutet, dass er da eine Windböe abbekommen hat dort oben. Und deswegen sich nicht ganz an die Spitze setzen konnte. Aber Rang 3 und der Abstand ist ja nicht allzu groß. In der Top 5 waren es nur 900 Sekunden Unterschied. Dominik Fischnaller, der Italiener, ist hier auf Rang 2 gekommen. Es gibt ja gleichzeitig die sogenannte Race-and-Race-Wertung, also auch eine U23-WM-Wertung. Die führt Dominik Fischnaller an. Die WM-Wertung an sich führt er hier an, und zwar Semen Pavlichenko, der Russe, nach dem ersten Durchgang schnellster gewesen. Und jetzt geht es hier, wie gesagt, gleich los mit dem zweiten Durchgang in umgekehrter Reihenfolge. Zeitschnellsten werden wir dann also zum Schluss sehen. Wir geben noch mal ganz kurz ab, gehen also in eine kleine Pause und dann beginnen wir den spannenden zweiten Durchgang hier in der Herrenkonkurrenz